Sally! Alle auf zu sehen und komm her! Familie, habt ihr mich gesucht? Ja, natürlich habe ich dich gesucht. Was machst du denn da mit der Bürste? Ich habe das Schwein gebürstet. Sally, du hast das Schwein gebürstet? Wieso hast du denn das Schwein gebürstet? Du bist ja ein Idiot. Sally, sag doch mal, was ist denn dran an unserem Schwein überhaupt? Hat das schon irgendwie zugenommen? Ist das schon fett geworden, Sally? Gewiss, mein Herr, gewiss. Es hat einen schönen Schweinskopf, es hat zwei dicke, fette Füße und einen schönen Bauch und einen langen, langen Schwanz. Zwischen ihm und euch besteht nicht sehr viel Unterschied. Sag, ich kenne mich überhaupt nicht, zwischen mir und einem Schwein Vergleiche zu ziehen. Es war doch ein Kompliment. Ein Kompliment. Schönes Kompliment von dir, Sally. Weißt du was? Ich habe beschlossen, das Schwein zu schlachten. Das hast du jetzt. Was? Schlägt ihr euch nicht? Das Schwein zu schlachten, das ist an den Ausländer in eurem Hause hinzurichten. Ausländer, was soll das denn schon wieder heißen? Seid ihr Ausländer? Ja, gewiss, mein Herr. Überlegen Sie doch mal. Wenn ich es nachts für den nicht koche, die Küchenreste, Müll, Weizen, noch ein bisschen Fingernägel und dann kommt es ganz leise und es ist sogar vergnügt, dass es anfängt zu grunzen. Und dann frage ich es, was soll Grund heißen? Ah, soll ich dir etwa Gesellschaft leisten, mein Schwein? Da antwortet es, es ist also ein französisches Schwein. Was, Sally? Das haben doch alle Schweine. Oing, oing. Das ist ein Geräusch, was Schweine immer machen. Sally, wenn du mir keine besseren Gründe zu seiner Lebensrettung gibst, dann bin ich leider gezwungen, es schlachten zu lassen. Nein, mein Herr, macht das nicht! Mein Mensch ist tot, dann werde ich krank werden und mein Herz wird in tausend Dinge verdreht und ich werde sterben. Was jetzt so ist, dann habe ich mir überlegt, dann werde ich vielleicht das Schwein einmal diesmal noch mal verschonen. Auf der anderen Seite bin ich leider gezwungen, dann halt dich zu schlachten. Nein, 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 weil wenn die Welt gehört, dann wird das Schwein krank und dann wird dein Herz in tausend Stücke zerstört und es wird sterben. Na gut, Sally, ich muss dir gestehen. Sally, hör auf zu weinen. Du hast mein Herz erwärmt. Ich bin bereit, von meinem Plan abzusehen und euch beiden das Leben zu schenken, dir und dem Schwein. Ja, mein Leben, das Schwein! Ja, also wir werden feiern den Karneval. Oh. Ja, wir feiern den Karneval, wir drei. Du und das Schwein und ich, wir werden dann zusammen tanzen und wir werden essen und... Oh, essen. Das Schwein nicht schlachten, dann musst du ja dieses Jahr auf diese leckeren Würstchen verzichten, die du so liebst. Keine Würstchen? Nein, keine Würstchen. Wieder, wenn wir das Schwein nicht schlachten und auf diese leckeren, saftigen Koteletts in deiner Lieblingsmarinade. Keine Koteletts! Nein, keine Koteletts! Das Schwein ist ja nicht geschlachtet worden. Oh, ich habe ganz vergessen, diese leckeren Rippchen, diese neuen Rippen, die du noch so gern hast, Sally. Keine Rippchen! Sally, wo läufst du denn hin? Ich renne zum Schlag, der dir soll uns töten. Ha, Sally, aber ich dachte, das Schwein wäre dein Freund. Die Moral der Geschichte? Wenn man eine große Liebe für vier Würstchen vertragen kann.